Geist, dein Wort in meinem Herzen starke Wurzeln schlägt. Und dein Geist in meinem Leben gute Früchte trägt. Deine Kraft durch mich die Welt zu deinem Ziel bewegt. Herr, du kannst dies Wunder tun. Wir feiern Gottesdienst im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Amen. Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat, der Wort und Treue hält ewiglich, der niemals preisgibt das Werk seiner Hände. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Und mit deinem Geiste. Heute, wenn ihr seine Stimme hört, so verstockt eure Herzen nicht. Dies ist der Wochenspruch von dieser Woche, liebe Schwestern und Brüder. Wir begrüßen euch. Gottes Wort. Gottes Wort ist lebendig. Gottes Wort ist kraftvoll. Das Wort Gottes soll in unseren Herzen starke Wurzeln schlagen, in unserem Leben gute Früchte tragen, und Gottes Kraft soll die ganze Welt zum Ziel führen. So haben wir eben gesungen. Gottes Wort wird von vielen angezweifelt, nicht mehr zeitgemäß, unglaubhaft, nicht beweisbar. Aber das Gegenteil ist der Fall. Gottes Wort ist in dieser Welt gegenwärtig. Wenn wir die Augen und Ohren öffnen, sehen wir das, trotz des Elendes und der Ungerechtigkeit um uns herum. Ohne Gottes Wort könnte nichts geschehen. Es gäbe keine Jahreszeiten, es gäbe kein Erwachen der Natur im Frühling, keine Freude im Sommer, kein Zurückkehren der Natur in den Winterschlaf im Herbst und auch kein Besinnen auf das Leben im Winter, nur um bei den Jahreszeiten zu bleiben. Gottes Wort
ist gegenwärtig. So wollen wir miteinander das erste Lied singen. Das ist die Nummer 168. Du hast uns Herr gerufen. Wir singen die Strophen 1 bis 3. Wir beten mit Worten aus Psalm 119. Herr, dein Wort bleibt ewiglich, soweit der Himmel reicht. Deine Wahrheit währt für und für. Du hast die Erde fest gegründet und sie bleibt stehen. Sie steht noch heute nach deinen Ordnungen, denn es muss dir alles dienen. Wenn dein Gesetz nicht mein Trost gewesen wäre, so wäre ich vergangen in meinem Elend. Dein Wort ist meinem Munde süßer als Honig. Dein Wort macht mich klug. Darum hasse ich alle falschen Wege. Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Wege. Erhalte mich durch dein Wort, dass ich lebe, und lass mich nicht zu Schanden werden in meiner Hoffnung. Amen. Kommt, lasst uns anbeten. Vater, bist du zu gut, dass wir durch deinen lieben Sohn Jesus Christus zu dir kommen können, um dir zu klagen, was wir falsch gemacht haben, wo wir uns von dir entfernt haben, wenn wir unsere eigenen Wege gegangen sind und gemerkt haben, dass wir nicht weiterkommen. Herr, das geschieht nur allzu oft, weil wir eben so gestrickt sind, dass wir meinen, wir könnten alles. Wir wüssten alles und wir dürften alles. Herr, wir bitten dich, befreie du uns von dieser Gottesferne. Zieh du uns wieder hin zu dir, mach uns klar, wenn wir uns von dir entfernen, weil wir es doch selbst einfach nicht merken.
Wir sind immerzu mit uns selbst beschäftigt. Und das tut uns leid. Das klagen wir vor dir und bringen es vor dich, weil wir spüren, dass wir ohne dich nichts tun können. So bitten wir dich noch einmal, zieh du uns hin zu dir, Herr. Lass uns zusammen laufen. Zieh du uns in deine Königskammer, wo deine Liebe uns ergreift und umfängt. Kyrie eleison, Herr, erbarme dich. Herr Gott, erbarme dich, Christi, erbarme dich, Herr Gott, erbarme dich. Herr, es tut gut zu wissen, dass du dich unserer immer wieder gerne erbarmst, trotz unserer Unwürdigkeit vor dir. Du vergibst uns unsere Schuld und vergisst uns nicht nach unserer Missetat. Dafür danken wir dir und geben dir die Ehre. Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden und den Menschen ein Wohlgefallen. Jesus Christus, du unser Herr und Bruder, du hast Gottes Wort in dieser Welt bekannt gemacht, auch unter uns, die wir nicht aus deinem Volk stammen. Dafür danken wir dir. Du hast uns das Wort deines himmlischen Vaters verständlich gemacht. Und du hast ihn für uns greifbar und erfahrbar gemacht. Durch dich müssen wir nicht mehr ängstlich zu ihm emporsehen, sondern können zu ihm sprechen. Dafür danken wir dir von ganzem Herzen. Wir bitten dich, zeige du uns immer wieder den Weg durch dich zu ihm. Darum bitten wir durch dich, der du mit dem Vater und dem Heiligen Geist lebst und leben wirkst, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Die Lesung steht im Lukasevangelium, Kapitel 8, die Verse 4 bis 15. Einmal kam eine große Menschenmenge zusammen. Aus allen Orten strömten sie herbei. Da erzählte Jesus ihnen ein Gleichnis. Ein Bauer ging aufs Feld, um zu säen. Als er die Körner ausstreute, fiel ein Teil davon auf den Weg. Dort wurden sie zertreten und von den Vögeln aufgepickt. Andere fielen auf felsigen Boden. Sie gingen auf, vertrockneten dann aber, weil der Boden nicht feucht genug war. Wieder andere fielen mitten in Dornengestrüpp, das bald das Korn überwucherte und erstickte. Doch nicht wenige fielen auch auf guten Boden, gingen auf und brachten hundertfache Frucht. Dann rief Jesus: Wer hören kann, soll gut zuhören. Die Jünger fragten Jesus, was dieses Gleichnis bedeute. Jesus antwortete: Euch lässt Gott erkennen, wie er seine Herrschaft auf der Erde durchsetzt. Die anderen bekommen nur Gleichnisse zu hören. Sie sollen sehen und doch nichts erkennen. Sie sollen hören und doch nichts verstehen. Das Gleichnis ist so zu verstehen: Der Samen ist die Botschaft Gottes. Bei manchen, die sie hören, geht es wie bei dem Samen, der auf den Weg fällt. Der Teufel kommt und reißt aus, was in ihr Herz gesät worden ist. Er will nicht, dass sie die gute Nachricht annehmen und gerettet werden. Bei anderen ist es wie bei dem Samen, der auf felsigen Boden fällt.
Sie hören die Botschaft und nehmen sie mit Freuden an. Aber sie sind Menschen ohne Wurzel. Eine Zeit lang halten sie sich an die Botschaft. Aber wenn sie auf die Probe gestellt werden, fallen sie ab. Bei anderen ist es wie bei dem Samen, der in das Dornengestrüpp fällt. Sie hören die gute Nachricht, aber dann gehen sie davon und ersticken in ihren Alltagssorgen, in Reichtum und Vergnügungen und bringen niemals reife Frucht. Bei anderen schließlich ist es wie bei dem Samen, der auf guten Boden fällt. Sie nehmen die Botschaft mit gutem und willigem Herzen an, bewahren sie und bringen durch Standhaftigkeit Frucht. Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Weg. Amen. Amen. Wir haben Gottes Wort gehört und wollen darauf antworten, indem wir gemeinsam unseren christlichen Glauben bekennen. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde. Und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Wir singen das nächste Lied. Deinen Geist. Du Herr, gabst uns dein festes Wort.
Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater, und dem, der da ist, und der da war, und der da kommt, unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Amen. Der Predigtext steht im Buch des Propheten Jesaja, Kapitel 55, die Verse 6 bis 12a. Wendet euch an den Herrn, denn er will sich euch zuwenden. Bringt eure Not zu ihm, denn er will euch hören. Wer sich gegen den Herrn aufgelehnt hat, wer seine eigenen Wege gegangen, seinen eigenen Plänen gefolgt ist, der soll umkehren und zum Herrn kommen. Der Herr wird ihn wieder annehmen, denn er ist voll Güte und Erbarmen. Eure Rettung ist nah, sagt der Herr. Denn meine Gedanken sind nicht zu messen an euren Gedanken und meine Möglichkeiten nicht an euren Möglichkeiten. So hoch der Himmel über der Erde ist, so weit reichen meine Gedanken hinaus über alles, was ihr euch ausdenkt, und so weit übertreffen meine Möglichkeiten alles, was ihr für möglich haltet. Wenn Regen oder Schnee vom Himmel fällt, kehrt er nicht wieder dorthin zurück, ohne dass er etwas bewirkt. Er durchfeuchtet die Erde und macht sie fruchtbar, so dass man Korn für das tägliche Brot bekommt und Saatgut für eine neue Ernte. Genauso ist es mit dem Wort, das ich spreche. Es kehrt nicht erfolglos zu mir zurück, sondern bewirkt, was ich will, und führt aus, was ich ihm auftrage. Unter Jubel werdet ihr den Weg in die Freiheit antreten, mit sicherem Geleit werdet ihr heimkehren. Herr Gott, heilige du uns in der Wahrheit. Dein Wort ist die Wahrheit. Amen. Liebe Schwestern und Brüder, ich erinnere mich noch gut daran, dass wir als Kinder eine altertümliche Sämaschine hatten. Da war hinten ein Brett, auf das wir uns knien mussten. Und wenn eine Wurzel oder irgendetwas im Weg war, dann mussten die Stutzen hochgehoben werden, also die Stutzen mit den Öffnungen, aus der das Korn kam, musste hochgehoben werden, damit dass die Wurzel nicht daran hängen blieb und die Löcher verstopfte. Ja, es war eine Arbeit, die sehr viel Konzentration verlangte. Und deswegen saßen wir auch meistens zu zweit auf dieser Kniebank. Der eine übernahm die linke Seite und der andere die rechte Seite. Jetzt musste ich allerdings diese Arbeit auch mal alleine durchführen. Und das ging an meine Grenzen. Da hatte ich einen Stutzen übersehen, die Öffnung verstopfte sich und durch die Erschütterungen, die das Drehen des Traktors verursachte und das Hochheben der Hydraulik, rann auf einmal mehr als eine Handvoll Korn aus diesem Stutzen heraus, weil die Öffnung wieder frei wurde und ja, landete anstatt auf dem Feld auf der Wiese. Meine Güte, kannst du denn nicht aufpassen, sagte mein Onkel. Nein, ich hab's übersehen. Ich nahm das Korn, das ins Gras gefallen war, und warf es mit weit ausladenden Handbewegungen wieder aufs Feld zurück. Hätte ich dies nicht getan, dann wäre das eingetreten, was Jesus im Gleichnis sagte. Das Korn wäre wahrscheinlich aufgegangen, aber vom Unkraut überwuchert worden. Also eines
der vier Möglichkeiten, die Jesus im Gleichnis genannt hat. Jesaja spricht 700 Jahre vor Jesu Geburt von der Errettung. Er spricht davon, dass Menschen, die ihre eigenen Wege gehen, die sich von Gott entfernt haben, die Möglichkeit haben, wieder zu ihm zu kommen und sich ihm zuwenden können, und er wird sie wieder annehmen. Und Gott geht noch einen Schritt weiter. Er sagt: Meine Wege sind nicht eure Wege und meine Gedanken sind nicht eure Gedanken. Meine Wege und meine Gedanken könnt ihr mit euren nicht vergleichen, weil sie so viel größer und unfassbarer sind. Und mein Wort wird euch erretten. Mit Freuden werdet ihr aus der Gefangenschaft gehen. Ist von der babylonischen Gefangenschaft die Rede. Ja, er hat sein Volk wieder in die Heimat geführt und frei gemacht. Man denke, wie viel früher Jesaja von dieser Errettung spricht. Er macht darauf aufmerksam, dass Gottes Wege eben nicht unsere und seine Gedanken eben nicht die unsrigen sind. Denn seine Gedanken waren von Anbeginn darauf gerichtet, uns zu retten. Noch ehe er die Welt schuf und uns Menschen überhaupt erdacht hatte, ahnte er wohl, dass es einmal Kreaturen auf dieser Welt geben könnte, ja, die der Erlösung und der Rettung bedurften, weil sie sich durch das Essen der Frucht des Baumes der Erkenntnis ihm gleichstellten und wussten, was gut und böse ist. Aber das Gute und das Böse auseinanderzuhalten, das wusste Gott, würde den Kreaturen schwerfallen. Die Kreaturen sind wir Menschen. Und uns Menschen dürstet nach Beweis. Nach Beweis, dass Gottes Wort die ewige Wahrheit ist. Nach Beweis, dass Jesus Gottes Sohn ist. Nach Beweis, dass er vom Tod auferstand. Weil wir, ja, einfach durch unser Sein nicht akzeptieren können und auch nicht akzeptieren wollen, dass es Dinge zwischen Himmel und Erde gibt, die unser, wie wir glauben, ach so großer und ausgebildeter Verstand nicht zu fassen vermögen. Damit haben wir seit Anbeginn der Welt Probleme und Schwierigkeiten. Wir fühlen uns bedrängt, wenn wir etwas nicht verstehen. Und suchen mit allen Mitteln danach. Obwohl wir in unserem tiefsten Inneren wissen, dass es manchmal besser ist, etwas nicht zu verstehen und einfach mal im Raum stehen zu lassen. Wenn wir spüren, dass sich Gott uns zuwendet, dann verwechseln wir das nicht selten mit unserer eigenen Leistung. Wir haben dafür gesorgt, dass es uns wieder gut geht.
Wir haben durch unseren eigenen Kampf dafür gesorgt, dass wir von Krankheiten geheilt werden. Wir haben auf Ärzte vertraut, die dieses Wunder taten. Aber wir resignieren auch, wenn etwas daneben geht und nicht so funktioniert, wie wir uns das vorstellen. Und wir vergessen dabei, dass, wenn Krankheiten geheilt werden, nicht selten Jesus seine Hand im Spiel hat, weil er durch Ärzte und die dementsprechende Technik handelt. Wir verstehen oft nicht, warum es uns besser geht, ohne Großes dazutun. Das gibt es ja, dass es uns an einem Tag schlecht geht und am anderen Tag ohne unser eigenes Zutun wieder alles in Ordnung ist. Das kann ich mir nicht erklären, sagt man dann. Aber dass Jesus da seine Hand im Spiel haben könnte, das ist uns fremd und wir können oder wollen es nicht glauben. Und dass Gottes Wort die ewige Wahrheit ist, ja, da steht uns auch wieder unser Drang nach Beweis im Weg. Wir meinen, für alles und jedes eine Erklärung finden zu müssen. Und merken dabei nicht, dass sich bei diesem Handeln tatsächlich die Katze in den eigenen Schwanz beißt. Könnten wir doch einfach einmal glauben. Könnten wir doch einfach mal akzeptieren, dass wir eben nicht alles in der Hand haben. Dass wir darauf angewiesen sind, tagtäglich nach Gott zu fragen. Tagtäglich nach seinem Wort Ausschau zu halten und zu schauen, was es uns in unserem Leben zu sagen hat. Das heißt nicht, dass wir die Hände in den Schoß legen sollen und sagen, lass Gott machen, es kommt sowieso alles, wie es kommt. Das ist das andere Extrem. Aber es tut gut zu wissen, dass wir eben, wo wir nicht weiter finden und weiterkommen, wir Gott um Rat fragen können. Es gibt so viele Situationen im Leben, wo wir einfach an Grenzen stoßen. Aber anstatt nach Gott zu fragen, gehen wir unsere eigenen Wege. Und das spricht Jesus auch im Gleichnis an und der Prophet Jesaja sagt es auch. Wenn wir Gottes Wort außer Acht lassen, dann können wir auch nicht fühlen, welche Kraft Gottes Wort in unserem Leben haben kann. Ja, wir sollten von unserem hohen Ross der Selbstgerechtigkeit und des eigenen Handelns herunterkommen und nach Gottes Wort fragen. Denn dann wird uns nicht nur die Beweislast genommen, sondern auch der gesamte Druck, dem wir tagtäglich ausgesetzt sind und an dem viele Menschen zerbrechen. Und die Folge sind Burnouts, psychische Erkrankungen und so weiter und so weiter. Wenn wir nach Gottes Wort fragen, nehmen wir uns diese Belastungen selbst ab, weil Gottes Wort eine befreiende Wirkung für unser Leben hat. Vieles, was uns im Leben bedrückt und belastet, können wir Jesus anvertrauen. Denn er hat gesagt, dass seine Last leicht ist. Das soll heißen, wenn wir uns ihm anvertrauen,
Dann können wir wieder durchatmen im Leben. Weil wir eben nicht alles alleine tragen müssen. Diese Befreiung, die geht bis ins Innere. Ich spreche da aus eigener Erfahrung. Wie oft bin auch ich in meinem Leben an Grenzen gestoßen. An Grenzen des Machbaren und an Grenzen des Verkraftbaren. Und hätte ich in dem Fall Gottes Wort und die Zusage Jesu nicht gehabt, dass seine Last sanft ist und sein Joch leicht, dann wäre ich wahrscheinlich an vielem gescheitert. Ich sage das frei und unverblümt. Und das hat nichts mit Angabe zu tun oder damit, dass ich mich, wenn ich so etwas sage, als etwas Besseres hinstelle. Nein, im Gegenteil, ich möchte Mut machen, dass viele Menschen dieses Wort, das so wahr und wahrhaftig ist, annehmen. Dass viele Menschen Jesus als ihren Freund und Bruder kennenlernen. Dass sie seine Liebe spüren. Ja, dass sie merken, ich muss eben nicht alles allein machen und durch mein Leben rudern, bis ich nicht mehr kann, sondern ich habe jemanden, dem ich sagen kann, Jesus, ich weiß nicht mehr weiter, hilf mir. Und danke, dass du da bist. Darum geht es heute an diesem Sonntag, dass wir Gottes Wort annehmen und nicht ständig hinterfragen. Denn wir tun uns wirklich keinen Abbruch, wenn wir sagen, wir können nicht alles alleine schaffen. Wir brauchen jemanden, der in unserem Leben vorangeht. Wir brauchen jemanden, der dafür sorgt, dass wir den richtigen Weg finden. Wir brauchen jemanden, der über, hinter uns, neben uns, vor uns und unter uns ist, damit wir eben nicht ins Straucheln und Stolpern geraten. Das bewahrt uns nicht vor Sorgen und Nöten. Das bewahrt uns auch nicht vor Fehlern. Aber es bewahrt uns davor, den Glauben an das Leben und an uns selbst zu verlieren. Weil wir, wenn wir Lasten nicht mehr ertragen können, daran zu zerbrechen drohen. Und das will uns Jesus abnehmen. Er möchte nicht, dass wir im Leben in die Enge getrieben werden. Oder an Lasten zerbrechen. Er möchte, dass wir ihm sagen, was mit uns los ist. Was wir für Sorgen und Nöte haben, aber auch was uns freut und wofür wir ihm danken. Damit wir aufatmen können. Damit unser Leben einen Sinn bekommt. Damit wir trotz aller Dunkelheit, die uns umgibt, den Sinn des Lebens nicht aus den Augen verlieren. Dass wir durch seine Kraft Dinge tun können, die wir eben selbst nicht fertigbringen. Denn die Kraft des Heiligen Geistes vermag, Berge zu versetzen. Und warum sollten wir daran nicht teilhaben? Jesus schenkt uns das ohne Gegenleistung. Er schenkt uns das durch seine Vergebung, seine Liebe, seine Güte und sein Erbarmen. Amen. Amen. Und der Friede Gottes, der all unser Begreifen übersteigt, der bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen. Wir singen das nächste Lied. Das ist die Nummer 592.
Wort, das lebt und spricht. Spricht, wenn die Wörter schweigen, Wort, das wächst und blüht, wenn die Sprüche welken, kommt das Buch der Bücher, das in allen Sprachen Hoffnung in die Welt bringt. Wort, das lebt und spricht, wenn die Wörter schweigen, Wort, das wächst und blüht, wenn die Sprüche welken, lass auch uns dein Brief sein, der in vielen Zeichen deiner Liebe Raum gibt. Wort, das lebt und spricht, wenn die Wörter schweigen, Wort, das wächst und blüht, wenn die Sprüche welken, schreib ins Buch des Lebens ein mit deiner Handschrift unser aller Name. Ihr Lieben, wir möchten euch gerne noch ein paar Dinge mitteilen. Wir laden herzlich ein zu den nächsten Gottesdiensten, Mitte der Woche zum Lobpreisgottesdienst und am Donnerstag zum Friedensgebet und am Sonntag zum Gottesdienst am vorletzten Sonntag vor der Passion und auch wieder zum Kindergottesdienst. Eine lustige Bemerkung noch. Es ging ja heute um Gottes Wort und zwischendurch hat er mal meinen Magen geknurrt, was ich nicht vermeiden ließ. Ich weiß nicht woher, gefrühstückt hatte ich. Vielleicht hungere ich nach seinem Wort, ich weiß es nicht. Wir danken euch, dass ihr diesen Gottesdienst mitfeiert. Gottes Wort zu hören tut gut und die Gemeinschaft mit euch ebenfalls. Wir danken euch dafür, dass ihr uns immer wieder im Gebet unterstützt und wir spüren, dass ihr bei uns seid. Wir werden auch am Ende dieses Gottesdienstes wieder die Spendenkonten für die Flutopfer und für die Ukraine einblenden. Sobald wir ein Spendenkonto finden, das den Erdbebenopfern hilft, dann werden wir auch das am Ende einblenden. Ich bin da einfach noch auf der Suche. Wenn ihr eins wisst, dann lasst es mich wissen, dann kann ich es eben auch einstellen. Wir danken euch für die bisher geleistete Hilfe und auch für die Hilfe, die ihr künftig leisten werdet. Alle anderen Kollektenzwecke, die könnt ihr wie immer aus dem Internet erfahren. Und über eure Gemeindeämter und natürlich in den Gottesdiensten. Gott segne Geber und Gaben. Wir wollen nun miteinander die Fürbitten halten. Lieber himmlischer Vater, wir kommen durch deinen lieben Sohn Jesus Christus zu dir, um dir dafür zu danken, dass er dein Wort in die Welt gebracht hat, für alle verständlich und wahrheitsgemäß. Wir bitten dich, lass uns hungern nach deinem Wort und deiner Gerechtigkeit, damit wir geleitet werden in unserem Leben, damit wir spüren, dass dein Wort unter uns lebendig ist. Amen.
für das Erdbebengebiet. Unfassliche Bilder bekommen wir jeden Tag zu sehen. Aber auch Wunder. Gerade heute Morgen haben wir noch gehört, dass nach 5 Tagen Menschen aus den Trümmern lebend geborgen werden. Dafür lass uns dankbar sein. Wir bitten dich für die vielen Familien, die obdachlos geworden sind, die liebe Menschen verloren haben, ja, die vor den Trümmern ihres Lebens stehen. Wir bitten dich, sei du mit ihnen, tröste du sie, gib ihnen Kraft, richte sie wieder auf. Gib ihnen deinen Geist, dass sie in ihrem Leben wieder Sinn erkennen. Sei bei all denen, die für die Aufräumungsarbeiten verantwortlich sind. Lass weitere Wunder geschehen, dass Überlebende geborgen werden können. Gib den Menschen Kraft und Mut, dass sie diese schwierige Aufgabe, nach Überlebenden zu suchen, leisten können. Sei bei den Verantwortlichen, dass die Gelder auch ankommen, dass die Hilfe ankommt. Sende du Menschen in diese Gebiete, die helfen. Sei du einfach da. Deinen Frieden für die Welt. Kriegsherde toben überall, vor unserer Haustür in der Ukraine, aber auch weltweit. Gebiete du dem Einhalt, sende du deinen Frieden, der so viel höher ist als das, was wir erarbeiten und erreichen können. Ja, Herr, darum bitten wir dich von Herzen. Ja, wir bitten dich für dein Volk Israel und für die verfolgten Christen weltweit. Das Christentum und Israel gehören zusammen. So können wir dich für beides bitten. Lass uns erkennen, wie wichtig das Volk Israel für unseren eigenen Glauben ist. Und sei du bei allen, die in Jesu Namen verfolgt werden, weil sie sein Wort verkündigen und von ihrem Glauben nicht lassen können und nicht lassen wollen. Lass sie Lichter sein in der Welt und lass sie uns als Beispiel vorangehen, damit wir davon lernen können, wie sie für ihren Glauben einstehen. Wir bitten dich für alle Verantwortlichen in dieser Welt, dass sie doch endlich gemeinsam dafür arbeiten, dass unsere Welt lebenswert bleibt. Dass sie Lösungen dafür finden, ja, die wirklich nachhaltig und die wirklich unserem Lebensraum, der Umwelt dienlich sind. Herr, bewahre uns vor jeglichen Ideologien, vor Eigennutz und Selbstsucht. Gib uns den Weitblick, den wir brauchen, damit unsere Welt auch in Zukunft lebenswert bleibt. Alles, was uns sonst bewegt,
bringen wir nun in der Stille vor dich unsere Situationen, aber vor allem die Menschen, um die wir uns Sorgen machen. Psalm 119 heißt es, dein Wort ist unseres Fußes Leuchte und dein Licht auf unserem Weg. Jesus, gib, dass wir hungern und dürsten nach deinem Wort, dass wir sehen, dass es unseren Weg ausleuchtet, dass es uns als Fackel im Leben vorangeht und wir dadurch den richtigen Weg finden können. Wir bitten dich, dass du uns immer wieder neu zu deinen Kindern machst, damit wir voll Vertrauen vor dich treten können und beten können, wie du uns gelehrt hast. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Wir wollen das Schlusslied singen. Es ist die Nummer 168. Du hast uns hergerufen. Wir singen die Strophen 4 bis 6. Wir danken euch, ihr Lieben, dass wir uns heute Morgen gemeinsam unter Gottes Wort stellen konnten. Ja, wir wünschen uns doch alle, dass Gottes Wort für uns lebendig ist. Und das wünschen wir euch auch. Bleibt gesund und passt auf euch auf. So geht nun hin mit dem Segen des Herrn in diesen Tag und in die neue Woche. Der Herr segne uns und behüte uns. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über uns und sei uns gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf uns alle und schenke uns und der Welt seinen Frieden. Amen, Amen, Amen. Als Nachspiel hören wir
Uns verpflichtet das Wort. Uns verpflichtet das Wort. Geht in Frieden, Herr, du lässt uns nicht fort. Ohne dein Friedenswort. Du gabst uns Augen zum Sehen, Ohren, damit wir verstehen. Lass uns dein Wort nicht nur hören, sondern den Frieden vermehren. Du denkst Gedanken des Friedens und nicht des Verderbens. Uns verpflichtet das Wort. Geht in Frieden, geht in Frieden, Herr, du lässt uns nicht fort, ohne dein Friedenswort. Weil wir nur zögernd entscheiden, mehren sich Unrecht und Leiden, dass wir nicht endlos erwarten, hilf uns zu Friedenstaten. Du denkst Gedanken des Friedens und nicht des Verderbens. Uns verpflichtet das Wort. Geht in Frieden, geht in Frieden. Herr, du lässt uns nicht fort, ohne dein Friedenswort. Du willst ja Frieden verleihen, wenn wir einander verzeihen. Bist taub unserm Beten, wenn wir im Streit vor dich treten. Du denkst Gedanken des Friedens und nicht des Verderbens. Uns verpflichtet das Wort. Geht in Frieden, geht in Frieden. Herr, du lässt uns nicht fort, ohne dein Friedenswort. Uns verpflichtet das Wort. Geht in Frieden, Herr, du lässt uns nicht.